Hallo zusammen, der Simme hier von Pyrox Games. Ich begrüße euch heute hier zu einem weiteren Guide-Tutorial zu Eve Echoes. Und heute geht es mal ausnahmsweise nicht um Mining wie sonst in meinen anderen Guides in letzter Zeit. Nein, es geht heute rund um Industrie, insbesondere Rekonstruktion, also Reconstruction, die man dafür braucht, um Blaupausen herzustellen, also Blueprints, die wir hier für die Fertigung brauchen. Ja, also ich habe ja vor einiger Zeit schon ein wie man produziert Tutorial Guide gemacht, habe euch da erklärt, wie man das macht, ne? Also hier eine Blaupause haben, auswählen, hier, wo haben wir sie denn, eine Blaupause auswählen, so rum und dann herstellen. Das habe ich euch alles schon gezeigt und jetzt soll es darum gehen, wie man an diese Blaupausen kommen kann, neben dem Markt, selbstverständlich. Es gibt neben der Rekonstruktion und dem Markt noch eine weitere Möglichkeit, um an Blaupausen zu kommen. Diese ist aber sehr, sehr zufällig, möchte man meinen, denn das hat mit Anomalien zu tun und mit Dropchancen in Mobs. Also wenn man Missionen fliegt und Gegner bekämpft, können dort auch gewisse Blueprints droppen. Das wird aber Thema eines anderen Guides sein und wie gesagt, jetzt geht es hier rund um die Rekonstruktion. Und ich werde euch jetzt mal ein bisschen erklären, was ihr alles braucht, um rekonstruieren zu können. Und ja, im Endeffekt auch so ein bisschen zu zeigen, ob sich das überhaupt für euch lohnt oder nicht. Denn man muss auch hier ein bisschen im Hinterkopf behalten, so ein bisschen, ich nenne es mal Tabellenkalkulation, so ein bisschen im Kopf muss man sich so ein bisschen wieder mit Mathematik auseinandersetzen und muss ein bisschen abwägen, ob sich das Ganze lohnt oder nicht. Bevor wir jetzt hier mit der Rekonstruktion starten, möchte ich euch als erstes einmal zeigen, welche Skills ihr braucht, um effektiv Rekonstruktion betreiben zu können. Und zwar findet ihr die hier im Skillfenster unter Angewandte Wissenschaften. Das ist hier. Alternativ, falls ihr diese Ansicht habt, ja, gut. Ich finde die nicht wirklich toll, also schaltet hier oben am besten um, dann kriegt ihr eine ganze Liste, die ist viel, viel angenehmer. Geht ihr auf Angewandte Wissenschaften und dort findet ihr die Erfindungsprinzipien. Es gibt für jede Rasse oder im Prinzip für jede Schiffskategorie gibt es verschiedene Erfindungsprinzipien. Das sind einmal die Amar, Kaldari, Galente, Minmata oder auch sowas wie Angel-Erfindung, Blood-Erfindung, Guristas und auch hier unten gibt es auch Or-Erfindungsprinzipien oder auch Interbus. Das sind dann die quasi neutralen NPCs. Or braucht man zum Beispiel für Industrials, also für Ventures, für Retriever und so weiter, für die ganzen Bergbauschiffe. Und ansonsten für alles, was ihr so durch die Gegend schippert, sei es jetzt eine Kestrel oder eine Vexor oder eine Cormorant oder was auch immer ihr gerade durchs Weltall schippert, ihr braucht, wenn ihr es herstellen wollt, braucht ihr einen Blueprint und ihr braucht die entsprechende Fraktionszugehörigkeit. Ich habe jetzt hier einmal Kaldari-Erfindungsprinzipien auf Stufe 3 gebracht. Das ist nicht sonderlich viel, es hilft aber schon einiges. Und da das aber nicht mein Hauptberufszweig in Eve Echoes ist, werde ich da auch erstmal auf absehbare Zeit nicht viel reintun an Skillpunkten. Aber wenn ihr das Ganze hochskillt, dann könnt ihr da mitunter durchaus sehr, sehr effektiv mit sein, müsst dann aber auch begleitend ein paar andere Sachen dann wieder mithaben. Das ist aber dann auch nochmal ein ganz anderes Thema. Also, was bringt euch das jetzt hier? Kaldari-Erfindung, ich habe es ja gesagt, auf 3, auf 5 hätte ich hier eine Erfolgsquote bei Kaldari-Rekonstruktion von plus 50%. Plus 50% ist immer, ja, ist immer schwierig zu sagen, was jetzt letztendlich plus 50% sind. Grundsätzlich sind es plus 50% der Basisschwierigkeit eines entsprechenden Blueprints. Also wenn ihr einen, das sehen wir gleich, jeder Blueprint braucht zum Rekonstruieren, hat eine gewisse Erfolgsaussicht und damit könnt ihr die erhöhen, also die Erfolgsquote plus 50%, das was Grund ist, nochmal 50% on top. Also es ist nicht so, dass wenn der Blueprint auf der einen Stufe 20% hatte, dann wenn ihr es einmal dann auf 5 gebracht habt, dann sind es dann auf einmal 70 oder sowas, also wenn ihr es gar nicht gehabt hättet. Also das funktioniert leider nicht so, 1 zu 1 kann man das nicht gegenrechnen, sondern es ist immer in Relation zu dem entsprechenden Prozentsatz. Sehen wir aber gleich noch. Dann gibt es noch hier einen maximalen Rekonstruktionsaufträge, die man dazu bekommt. Das heißt also, jedes Mal, wenn ihr einen dieser Basis-Erfindungsprinzipien auf 5 gebracht habt, bekommt ihr einen weiteren Rekonstruktionsplatz dazu. Und ob man die alle ausreizt oder nicht,
muss man mal gucken, je nachdem, wie intensiv man das Ganze macht. Die erweiterten Erfindungsprinzipien geben auch nochmal Rekonstruktionsaufträge, geben dann hier nochmal plus 30%, beziehungsweise hier nochmal 20%, also nochmal 50% on top. Und das heißt, im Prinzip verdoppelt man sich damit seine Grunderfolgsaussichten. Das sind die Skills, die ihr braucht, und das sind die Basisdinger, also die brauchen ungefähr, ich glaube, es müssten knapp 3 Tage sein, bis man den Skill auf 5 hat. Also 3 bis 4 Tage ungefähr, so roundabout, so als Anhaltspunkt, wenn ihr das machen wollt. Gut, wenn ihr diesen Skill habt, und ich empfehle es euch mindestens auf 2 zu haben, ansonsten, je nachdem was ihr habt, wird es durchaus schwieriger, geht ihr auf Industrie, geht auf Rekonstruktion und könnt hier einen Auftrag starten. Dann könnt ihr, je nachdem, wofür ihr gewisse Materialien habt, könnt ihr auswählen, dann werden die hier blau, wenn ihr die quasi grundsätzlichen Materialien habt, denn ihr braucht, ähnlich wie bei der Produktion, wo ihr Minerale und auch Planetenmaterialien und so weiter braucht, braucht ihr auch zum Rekonstruieren von Blaupausen auch ebenfalls gewisse Komponenten, die ich euch gleich auch nochmal zeige. Ich werde euch das Ganze, diesen ganzen Prozess jetzt mal hier anhand einer Blaupause für die Heron Covered Ops machen. Da habe ich zufälligerweise gerade, hat mich einer meiner Corporation-Member gefragt, kannst du mir bitte eine machen? Sage ich, natürlich. Und ich könnte mir jetzt natürlich hingehen und könnte jetzt hier diesen Blueprint, könnte ich jetzt nehmen, diese Blaupause, gehe zum Markt und gucke und kaufe mir das Ding für 1 Million. Und das behalten wir jetzt im Hinterkopf. 1 Million kostet dieser Blueprint, wenn ich ihn auf dem Markt kaufen würde. Und wir gucken mal, rechnen mal so ein bisschen gegen, ob sich das jetzt letzten Endes rechnet, wenn ich die Rekonstruktion selber durchführe. So, also ich habe ja gesagt, es gibt eine gewisse Erfolgsquote, die steht immer hier unten. Das sind jetzt in dem Falle sind es 53%. Und ihr braucht, um das Ganze zu haben, braucht ihr die Schiffstrümmer. Wenn ihr schon Missionen geflogen seid, in jeglicher Form, seien es Anomalien-Missionen selber oder andere Spiele abgeschossen, auch da kommen solche Trümmerteile bei raus. Also ihr braucht Wracks, Trümmerteile, die ihr entsprechend bekommt, und je höher eure Anomalie oder Mission ist, umso höher sind auch die entsprechenden Schiffstrümmer. Natürlich braucht man diese Schiffstrümmer auch noch für andere Dinge. Also man kann hier zum Beispiel auch noch so Chaired Microcircuits rausmachen. Das ist dann auch eine Sache für Rig-Produktion, also für Modifikationsproduktion. Das ist jetzt einfach auch nochmal, sei nochmal dahingestellt. Aber es gibt verschiedene Stufen, die stehen immer hier oben. Das ist Stufe 5 und damit kann ich jetzt Tech 5 Schiffe rekonstruieren. Also Blaupausen für Tech 5 Schiffe. Ich könnte auch hier an der Stelle einen anderen Blueprint auswählen. Man könnte zum Beispiel sagen, je nachdem, was man hat, ganz am Anfang, die Tech 4 sind ja, das, ich glaube, das Kleinste, was man hat, da könnte man sich zum Beispiel hier für so eine Slasher oder für eine Vigil oder sowas haben. Man kann aber auch hier Destroyer-Blaupausen, eine einfache Cormorant, eine Korax. Und wenn man dann irgendwann mal hier unten ankommt, wenn wir dann soweit sind, Tech 7 sind das hier zum Beispiel schon, da bräuchte man dann hier zum Beispiel Kaldari-Schiffstrümmer Stufe 7, die man dann in Anomalien Stufe 7 aufwärts bekommen kann. Wie gesagt, es geht jetzt aber erstmal um die Heron, und das heißt also, die ist jetzt Tech 5. Wenn man sich jetzt die entsprechende Anzahl an Kaldari-Schiffstrümmern besorgt hat, gibt es hier unten, neben dem, was in der Mitte ist, an Prozentchance, an Erfolgsquote, gibt es auch noch hier auf der linken Seite, gibt es auch noch eine Prozentchance. Das ist die Grunderfolgsaussicht für diesen Blueprint. Jetzt steht hier 1 von 2, und es hat sehr, sehr lange gedauert, weil es leider im UI ein bisschen schlecht zu sehen ist. Aber das Grüne hier ist ein Schieberegler. Man kann ihn nämlich von links nach rechts schieben, und es gibt Blaupausen, gerade insbesondere, wenn es um die etwas größeren Schiffe geht, also wie Industrials, Schlachtschiffe, Kreuzer und so weiter. Da braucht man deutlich mehr von den Trümmern. 4, 5, 6 Teile kann man da durchaus reinbuttern, um da die Erfolgsaussicht zu steigern, und das heißt, hier kann man jetzt sagen, ich habe jetzt 2 von 2 und erhöhe dadurch meine Erfolgsquote auf 100%. Das ist bei Fregatten oftmals relativ einfach, also bei Fregatten, die kriegt man relativ schnell. Wenn ich jetzt stattdessen, wie gesagt, ich habe es gesagt, 3, 4, 5, 6, wenn ich jetzt hier bei Kreuzern zum Beispiel hingehe und würde jetzt hier eine Caracal zum Beispiel nehmen,
Dann habe ich hier eine Grunderfolgsaussicht 20%, ist sogar die Caracal Navy Issue, die sogar noch besser ist. Und hier hätte ich jetzt 3 und da kann ich durch das Schieben, kann ich quasi nochmal jeweils 20% draufpacken. Das heißt, ich habe eine maximale Erfolgsaussicht von 62%, dass dieser Blueprint, diese Blaupause erfolgreich läuft, diese Rekonstruktion. Und nur dann, wenn diese 62% erfolgreich durchgegangen sind, dann bekomme ich einen einzigen Blueprint hier von der Caracal Navy Issue. Ja, und dann kann ich damit eine einzige Caracal Navy Issue herstellen. Ihr merkt schon, durch das Skillen, durch das Verbessern der entsprechenden Erfindungsmethoden erhöht sich natürlich dieser Basiswert, also plus 50% auf Stufe 5. Ich habe es jetzt auf 25, glaube es waren hier ungefähr 15%. Ohne Skills jetzt sind es schon mal 20. Und wenn man das Ganze weiter skillt, dann erhöht sich die Chance. Ich habe eingangs gesagt, wir müssen ein bisschen auf Mathematik achten, ein bisschen gucken, ein bisschen rechnen. Und da gehen wir jetzt mal hier wieder auf die Heron zurück. Da kann man es jetzt quasi wirklich 1:1 ausrechnen und kann sagen, okay, ihr erinnert euch, ne, hier, also wenn ich zum Markt gehe, kostet 1 Million, nochmal 1 Million, und jetzt kann man ausrechnen, okay, Kaldari Schiffstrümmer Stufe 5, 2 Stück, dann habe ich zu 100% einen entsprechenden Blueprint, das ist okay, das kann man machen, dann kann man schauen, was kosten würden mich denn theoretisch Kaldari Schiffstrümmer Stufe 5 bekommen, und ich weiß, dass man sie in Missionen relativ oft gedroppt bekommt. Ich habe auch, glaube ich, 50, 60 Stück davon auf Lager liegen. Darum geht es nicht. Man muss trotzdem in so einer Kalkulation immer mit einberechnen, was würde mich das Ganze kosten, wenn ich mir die Komponenten einzeln auf dem Markt kaufe. So berechnet man letzten Endes den tatsächlichen Preis, also die Summe aller Teile, wenn man sie sich nicht erfarmen würde, sondern einfach stumpf kaufen würde. Und dann kann man sagen, hat sich gelohnt oder hat sich nicht gelohnt. So, Kaldari Schiffstrümmer Stufe 5 kosten jetzt hier sportliche 3.500 ISK. Das ist jetzt nicht sonderlich viel, also rechnen wir schon mal mit 7.000 ISK. Okay, das ist jetzt wirklich nicht viel. Dann gibt es aber das andere, was wir brauchen. Und davon habe ich bisher noch gar nicht gesprochen. Das sind nämlich hier die Datenkerne. Wir brauchen hier in dem Falle 2 verschiedene Sorten. Wir brauchen einmal Data Core Electromagnetic Physics. Und es gibt von diesen Data Cores ganz viele verschiedene. Und es gibt die günstigen, in Anführungszeichen, es gibt hier diese Data Core Electromagnetic Physics. Da gucken wir kurz in den Markt. Da kostet einer zum Beispiel hier 11.000 ISK pro Stück. Kann man sich kaufen oder man kann sie über eine Kauforder und kann man die sich kaufen. Wie so eine Kauforder funktioniert, habe ich ja auch schon mal in einem Tutorial erklärt. Ne? Könnt ihr euch also auch da oben in der Ecke, könnt ihr euch das Ganze auch angucken, wie man kauft oder verkauft. Also, wenn ich jetzt sage, ich rechne mit Worst Case, sprich 11.000 ISK, bezahle ich für einen Datenkern, bin ich hier bei 2 Stück, okay, sind schon 22.000, plus die 7.000 für die Schiffstrümmer sind wir bei knapp 20.000, was immer noch deutlich unter 1 Million ist, und man sich dann fragt, Gott, 1 Million für so eine Blaupause, das ist ganz schön viel. Bis man zu den Dingern kommt, die wirklich teuer sind. Und das sind nämlich die Kaldari Starship Engineering. Dasselbe gibt es auch für Minmatar und für Galenti und für Amar und für alles andere auch gibt es die entsprechenden Starship Engineering. Und die sind wirklich teuer, denn die sind wirklich selten. Und deswegen kostet zum Beispiel ein Kaldari Starship Engineering kostet 370.000 ISK pro Stück. Das heißt also, wenn ich mir davon jetzt 2 Stück kaufe, die ich ja brauche, zum Erfüllen liege ich schon bei 740.000, zuzüglich der 20.000, die wir hatten, sind wir bei 760.000. Dann kommen noch Produktionsgebühren dazu, also sind wir bei roundabout ungefähr, über den Daumen gepeilt, knapp 800.000 ISK in der Herstellung einer Blaupause. Wenn das Ganze jetzt hier wie hier eine 100% Erfolgsquote hat, dann kann man das wirklich 1:1 rechnen, kann sagen, okay, ich habe 800.000 ISK, habe ich investiert, stell das auf den Markt abzüglich 20%, weil das ist abzüglich Maklergebühr und Transaktionssteuer. Und da kommt dann auch schon wieder der Gedankenspiel ins Spiel, wenn 20% von 1 Million runtergehen, liege ich bei 800.000. Und das heißt, im Endeffekt, ich habe 800.000 ISK Produktionskosten, plus die 200.000 Gebühr, wenn ich es für 1 Million verkaufe, liege ich bei, hier in dem Falle, so eine Produktion bei genau 1 Million und komme auf plus minus 0 raus. Das heißt also, es wäre hier in dem Falle eine absolute Nullrechnung, eine Blaupause
herzustellen, selbst bei 100%, die für 1 Million in den Markt zu stellen, weil im Endeffekt sie mich, wenn ich sie für 1 Million reinstelle, ich wirklich auf nichts rauskomme. Natürlich kommt jetzt wieder einer ums Eck und sagt, ja, ja, aber ich habe mir die Materialien gefarmt. Das ist richtig, dann hat man natürlich keine direkte Ausgabe, aber man hat den zeitlichen Aufwand und man muss trotzdem, wie gesagt, immer vom Worst-Case-Szenario ausgehen und das ist alle Materialien einkaufen. Und ein Verkauf ist nur dann rentabel, wenn der Einkaufspreis und der Herstellungspreis niedriger liegt als der letztendliche Verkaufspreis. Und das ist in dem Falle, ist das nicht gegeben. Das heißt also, die zu rekonstruieren und sich dafür teuer Materialien zu kaufen, ist eine Nullrechnung, ist unnötiges Geld ausgeben, könnt ihr einfach an den Markt gehen und könnt das Ding für 1 Million kaufen, habt ihr genau im Prinzip das Gleiche, also ne, hättet ihr quasi das Gleiche gehabt, wenn ihr versteht, was ich meine. Natürlich, wenn ich sie selber benutzen möchte, habe ich mir 200.000 ISK gespart, okay, das ist wieder das andere, aber zum Verkaufen lohnt sich dann in dem Moment nicht mehr. So, wenn das alles gelaufen ist, dann drückt man einfach nur noch auf den Auftrag beginnen. Dann dauert das in dem Falle hier knappe 6 Minuten. Und dann startet das. Ich mache das jetzt einfach mal. Und das zeigt aber auch diese Rechnung, ne, wenn ich jetzt noch eine andere Produktion hier, eine andere, zum Beispiel hier den Kreuzer. Ich hatte das ja gerade hier, die Caracal Navy Issue zum Beispiel. Also wenn ich das jetzt hier hätte bei 60%, jetzt kann ich hier wieder dieselbe Rechnung im Endeffekt betreiben und kann dann rechnen, was kostet mich dann der Blueprint und wenn ich den kaufe und so weiter. Dann kommt man darauf, dass natürlich die Blueprint-Herstellung in der Regel ein kleines bisschen günstiger ist, als wenn man sich das Ganze auf dem Markt kauft. Aber, und das ist das große Aber, sobald ihr oder solange wie ihr nicht über wirklich verdammt gute Erfindungsskills benutzt, ne? Also ich hatte ja schon gesagt, was man da so braucht, ne? Also wenn ihr nicht über wirklich gute Skills dafür verfügt und ihr hier nur 60% habt, dann kann das unter Umständen klappen, dass ihr hier bei einem Blueprint, der für gewöhnlich auf dem Markt euch 4,5 Millionen ISK einbringt, ja, also 4,5 Millionen ISK, ihr aber im Endeffekt, sagen wir mal, Produktion von, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, ist jetzt einfach mal ein Schuss ins Blaue, so um die 3 Millionen, die ihr braucht, um das Ding hier zu produzieren, ja, also ihr habt einen Blueprint für 3 Millionen hergestellt, theoretisch, aber ihr habt keine 100% Chance, dass das klappt. Das heißt, ihr könnt euch theoretisch Material für 5 Blueprints kaufen und wenn ihr Pech habt, also 3 Millionen pro Blueprint, 15 Millionen, die ihr euch quasi an Material besorgt habt und keiner davon geht durch, dann habt ihr 15 Millionen ISK in den Wind geschossen. Ja, da macht es dann tatsächlich eher Sinn, solange wie man nicht die Skills hat, die Dinger tatsächlich im Markt zu verkaufen und sich dafür lieber die Blueprints zu kaufen, wenn man es halt nicht hundertprozentig hat. Das nur als Tipp vorweg. Also diese Rekonstruktion, man braucht wie in vielen anderen Dingen in Eve Echos halt auch noch die Skills, um das zu machen und rechnet wirklich immer gegen, wie hoch sind eure rein theoretischen Rechnungskosten. Und da sei an der Stelle noch gesagt, diese Data Cores, das habe ich noch gar nicht gesagt, wo man die herkommt, natürlich im Markt, klar. Diese Data Cores findet man in Anomalien, in sogenannten Scout Sites. Es gibt Anomalien, also wenn man abgedockt ist, gibt es ja diese kosmischen Anomalien, ne? Auf der rechten Seite hier, da sind dann ja immer die Anomalien, die aufgelistet sind. Und wenn da eine Anomalie auftaucht, wo Scout dran steht, da können diese Data Cores drinne sein. Da muss man aber sehr, sehr schnell sein und sehr, sehr vorsichtig sein, weil da sind ganz, ganz viele andere Leute, die diese Dinger auch haben wollen. Und wenn man Pech hat und kein schnell genug Schiff hat oder was auch immer, dann kriegt man nichts davon. Also muss man ein bisschen gezielt farmen, aber da mache ich natürlich auch noch was fertig, wenn es dann soweit ist, wie man an Scout-Sites kommt, wie man das effektiv farmen kann und so weiter und so fort. Jetzt habe ich schon wieder lang genug geredet. So funktioniert Rekonstruktion, ist eigentlich ein relativ einfaches Prinzip, aber wie bei vielen anderen Dingen auch in Eve Echos, man muss sehr, sehr viel berücksichtigen, um zu gucken, lohnt sich die Rekonstruktion oder nicht. Deswegen bin ich zum Beispiel dazu übergegangen, mir die Blaupausen einfach stumpf aus dem Markt zu kaufen, weil ob ich jetzt nur 200.000 ISK mehr ausgebe oder nicht, ist mir relativ egal. Ich hole das über die Produktionskosten dann eh wieder rein.
Aber ich habe halt die Gewissheit, ich habe den Blueprint auf alle Fälle. Außer natürlich, wenn ich Fregatten nehme, wo ich 100% habe. Klar, dann sieht das wieder anders aus. Dann spare ich mir ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen, Blueprint kaufen, wenn man keine Skills hat, ist immer besser. In diesem Sinne, ich hoffe, dass es trotz diesem Thema, weil es ist halt schon relativ trocken, es ist wie mit allem, es ist Theorie, es ist viel drumherum. Es gibt auch andere actionreichere Sachen. Da gibt es dann, ne, zum Beispiel, wie bekomme ich diese Data Cores, da steckt dann ein bisschen mehr drin. Und ich hoffe trotzdem, ihr habt jetzt verstanden, wie dieses wunderschöne Thema hier funktioniert, Rekonstruktion in Eve Echoes. Und wenn dem so ist und ihr sagt, jawohl, das ist gut, Daumen hoch, Kanal abonnieren auf alle Fälle. Das Video teilen, ne? Also an eure Corporation-Member, Mates und so weiter, teilt das Video auf alle Fälle und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video-Guide, Video-Tutorial oder was auch sonst so immer zum Thema Eve Echoes. Und bis dahin, fly safe, ich bin der Simme, vielen Dank fürs Einschalten. Ciao. Ciao. Macht's gut.